Thomas Gonas. Bricht das Eis. Das ist Audio-Attraktion. Eine Frage an den Matthias, bitte. Hallo, zuerst einmal. Nach dem 1:1 vom Heimspiel auf einigen Tagen, einigen Wochen jetzt mittlerweile, muss man schon fast sagen, wie groß ist denn der Glaube bei Ihnen, bei der Mannschaft, dass man da die Bayern morgen wirklich mehr als nur ärgern kann? Schönen guten Tag erstmal in die Runde. Der Glaube ist nach wie vor groß. Ich glaube, das Hinspiel hat gezeigt, dass wir die Bayern ärgern können. Wir wissen aber, dass sich an der Ausgangssituation überhaupt nichts verändert hat. Das heißt, wir sind nach wie vor klare Außenseiter. Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften Europas und die Bayern wollen die Champions League gewinnen. Von dem her werden wir wissen, was morgen auf uns zukommt. Ein richtiges Brett. Ja, sie haben einen Kader mit absoluten Topspielern. Von dem her sind wir gut vorbereitet und wie gesagt, an der Ausgangssituation hat sich nichts verändert. Weitere Fragen? Da links außen, bitte. Ja, hallo, Herr Geißle. Manuel Neuer wird wieder beim FC Bayern im Tor stehen. Was verändert das aus Ihrer Sicht und müssen Sie da manchem jungen Spieler so ein bisschen den Respekt nehmen? Nein, ich glaube nicht, dass ich unseren Jungs da Respekt nehmen muss. Wir wissen, dass Manu der beste Torwart der Welt ist, unumstritten in meinen Augen. Von dem her wird die Herausforderung einfach noch eine größere, ihn zu bezwingen. Aber ja, das ist auch eine geile Challenge für so eine junge Truppe, die Chance zu haben, gegen so einen Keeper dann einzunetzen. Die nächste Frage. Bitte sehr. Gleich die Frage an Philipp, wenn wir über Manuel Neuer geredet haben. Ist das einer, wo man aufschaut? Also wirst du da genau hinschauen? Hast du ihn genau angeschaut in den letzten Jahren noch? Ja, natürlich. Also Weltspitze ist er ganz vorne dabei. Wie der Trainer schon gerade gesagt hat, wenn nicht sogar einer der Besten der Welt aktuell. Und natürlich schaut man hinauf zu ihm, pickt mir natürlich auch mal Sachen raus, die ich bei ihm sehe. Aber natürlich steht das jetzt morgen nicht im Vordergrund, sondern dass wir hier das Weiterkommen erreichen. Thomas. Den Philipp, bitte. Ja, Challenger ist das Wort, das ja zuvor schon gefallen ist. Eine Challenger für die Stürmer, dass sie vorne gegen Manuel Neuer treffen. Eine Challenge vermutlich aber auch für dich erneut zu bestehen gegen den starken Bayern-Angriff. Worauf stellst du dich da morgen ein? Ja, ähnlich wie im Hinspiel. Also ich denke für die ganze Mannschaft, die Sie schon gesagt haben, es ist eine Challenge, vorne wie hinten. Wir versuchen einfach wie im Hinspiel unsere Leistung auf den Platz zu bringen, uns an den Plan zu halten, den wir vorgegeben bekommen. Und was dann am Ende rauskommt, wird man morgen sehen. Aber wir sind zu 100% fokussiert und unser Ziel ist das Weiterkommen. Da etwas halb rechts, Christoph Nister, Kronenzeitung. Herr Eisler, in den letzten Tagen gab es ja einige Spieler, die angeschlagen waren. Sie haben immer wieder gesagt, man weiß es noch nicht genau, es wird ein Wettlauf mit der Zeit. Gibt es denn Neues von Omar Solé, Benji Šeško? Beide sind mit dabei und wir werden heute das Abschlusstraining noch abwarten, wie sie das dann noch verkraften, auch wie die Reaktion der letzten Tage auf die Muskulatur war. Bei Noah Okafor hat es leider nicht gereicht, den haben wir nicht mitgenommen. Drücken die Daumen, dass er trotzdem rasch wieder zu uns stößt. Da hinten gibt es eine Frage. Mr. Hello, in English. What change in the match tomorrow with the presence of Manuel Neuer? Question for TNT Sports. Thanks. Auf Deutsch würde ich sagen. Was ändert sich? Grundsätzlich ändert sich nichts. Wir versuchen, auch wenn Manuel Neuer im Tor steht, aufs Tor zu schießen. Und von dem her ist es uns egal, ob der Ulle im Tor steht oder Manuel Neuer. Aber ich habe es beim Kollegen vorhin schon beantwortet, dass natürlich Manuel Neuer einfach der beste Torwart der Welt ist und es eine extreme Herausforderung wird morgen. Aus kurzer Distanz scharf ins Kreuzeck mag er nicht, habe ich gehört. Wäre eine Möglichkeit. Weitere Fragen? Bitte, Matthias. Herr Geißle, Thomas Müller hat heute gemeint, wenn die Bayern weiterkommen, dann wird sicher niemand in München durch die Stadt laufen und ihnen auf die Schultern klopfen, weil es einfach so normal ist quasi. Was würde sich im Gegenzug in Salzburg oder bei Ihrer Mannschaft abspielen, wenn Sie weiterkommen?
Ja, wahrscheinlich wird der ein oder andere schon da sein, der uns auf die Schultern knopft, weil wir einfach krasse Außenseiter sind, das wissen wir. Und ja, der Druck liegt bei den Bayern, wie es Thomas Müller schon gesagt hat. Das ist für sie eine Pflicht, das Weiterkommen. Sie wollen die Champions League gewinnen. Und für uns ist es ein absoluter Zusatz. Wir wollen uns belohnen für eine geile Saison bislang. Und dazu sind wir morgen bereit. Thomas. Vielleicht anschließend, dass ich belohne. Es ist auch das Duell DC Salzburg gegen Mir San Mir. Was spricht dafür, dass sich DC Salzburg durchsetzt? Ja, nochmal. Also ich glaube, die Rolle ist klar verteilt. Aber wir versuchen natürlich selbstbewusst, wie im Hinspiel, auch aufzutreten. Wir hatten sicherlich turbulente Tage und Wochen jetzt zuletzt rund um Corona. Das war alles andere als eine optimale Vorbereitung. Aber wir haben uns vorgenommen, nicht zu lamentieren, nicht zu jammern, sondern wir hauen morgen alles raus. Und dann schauen wir mal, was nach den 90 Minuten dann dabei rauskommt. Christoph Nister. Der schwierigste Platz von allen, Christoph. Die 90 Minuten angesprochen. Theoretisch wäre es ja möglich, dass es in die Verlängerung geht. Dann gibt es 120. Heute bei der Bayern-BK war das auch ein Thema, dass eventuell Ihre Mannschaft mit den Kräften haushalten muss, dass es vielleicht am Ende hinten raus schwierig wird. Hoffen Sie daher, dass Ihre Mannschaft das in 90 Minuten erledigt? Wir würden es auch annehmen, wenn es nach 120 Minuten zugunsten von uns ausgeht. Aber es ist in der Tat so, aufgrund, wie ich es gerade gesagt habe, der nicht optimalen Vorbereitung, sind wir sicher noch nicht in einem Zustand, wo alle 100% abrufen können. Ich habe es schon hier und wieder gesagt, dass doch die Erkrankung den einen oder anderen richtig erwischt hat. Und von dem her werden wir morgen schauen, wie sie beisammen sind. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann sagen wir herzlichen Dank fürs Dabeisein. Das Training beginnt um 18 Uhr. Die ersten 15 Minuten sind frei für Medien. Wir sagen danke fürs Dabeisein und einen schönen Abend noch. Danke, Matthias. Danke, Philipp.